Hallo zu einem neuen Video in dem Streit um das Weingut. In diesem Video gehe ich auf Angelinas Klageerwiderung ein und rufe euch nochmal Brads Klage in Erinnerung und seine Position in dem Rechtsstreit. In seiner Klage behauptet Brad, Angelina hätte das Vorkaufsrecht missachtet, das sie ihm hätte einräumen müssen, als sie ihre Anteile an Quimicum verkauft hat. Quimicum ist die Gesellschaft, die 100% der Anteile an dem Weinbusiness und Chateau Miraval hält. Als Brad und Angelina 2008 Chateau Miraval gekauft hatten, erwarb Angelinas Firma Novell 40% der Anteile an Miraval und Brads Firma Mondo Bongo 60%. In 2014 überließ Brad Angelina 10% seiner Anteile, sodass die Eigentumsverhältnisse ausgeglichen waren. Mit der Veräußerung ihrer Anteile an Quimicum bekam Brad nun einen gleichberechtigten Partner an seine Seite gestellt, von dem er zu befürchten hat, dass er ihn aus dem lukrativen Weingeschäft drängen will. Wer sich das Hintergrundvideo zu den Eigentumsverhältnissen an Chateau Miraval noch einmal anschauen möchte, ich werde es unten in der Beschreibung verlinken. Nun aber zu Angelinas Klageerwiderung, die behauptet, es hätte nie eine Vereinbarung gegeben, bei welcher sie Brad ein Vorkaufsrecht hätte einräumen müssen. In dem Schriftsatz heißt es dazu, Angelinas Anwälte hätten 2008, eine Woche vor Abschluss des Kaufvertrages, vorgeschlagen, eine Vereinbarung zu treffen, welche die Veräußerungsrechte beider Parteien im Fall einer Trennung regelt. Angelina behauptet, Brad sei auf diesen Vorschlag nicht eingegangen und im Mai 2008 wurde das Weingut erworben, ohne eine solche Vereinbarung zu treffen. Um den Aufbau des Weinguts voranzutreiben, beschlossen Brad und Angelina, die Winzerfamilie Perron mit ins Boot zu holen. Als Hintergrundinformation, Brad und die Familie Perron sowie weitere Businesspartner wurden von Angelina auf einen Schadenersatz von 250 Millionen Dollar verklagt, da Angelina der Auffassung ist, dass Brad und seine Partner sie aus dem Weingeschäft drängen wollten. Angelina bestätigt in ihrer Erwiderung zum Teil den Punkt in Brads Klageschrift, in dem er behauptet, er hätte sich vornehmlich um das Weingut gekümmert und den größten Teil seiner Zeit und seines Geldes in das Weingut und die Renovierung investiert. In Punkt 15 heißt es dazu, das Paar hätte die Verantwortlichkeiten aufgeteilt, Angelina hätte sich vornehmlich um die Kinder und ihre humanitären Aufgaben gekümmert, während Brad sich seiner Karriere und dem Aufbau des Weinbusiness widmete. Angelina hatte wohl zunächst erwartet, in alle wichtigen Entscheidungen mit einbezogen zu werden und hinterfragte Investitionen wie zum Beispiel den Bau eines fünften Swimmingpools. Brad konnte sie offensichtlich von seinen Visionen überzeugen und sie ließ ihm weitestgehend freie Hand, während sie sich ihren humanitären Aufgaben widmete. Die Punkte 17 bis 21 beschreiben noch einmal sehr detailliert die Auseinandersetzung im Flugzeug, die zur Trennung des Paares führte. Auch diesen Clip werde ich in der Beschreibung verlinken für diejenigen von euch, die sich den Vorfall noch einmal in Erinnerung rufen möchten. Die einzigen neuen Informationen in Bezug auf den Streit im Flugzeug, die wir dieser Klageerwiderung entnehmen können, ist der Punkt 22, in welchem es heißt, dass ein Zeuge das FBI involviert hätte und daraufhin die Untersuchung eingeleitet wurde. Im Punkt 23 heißt es dann, nachdem Angelina die Scheidung eingereicht hatte, behielt Brad jeden Wohnsitz, den die Familie bewohnte, für sich und Angelina forderte nicht einmal Unterhalt. Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt, dass Angelina keinen der Wohnsitze für sich und ihre Kinder beanspruchte. Da Angelinas Vermögen zum größten Teil in Miraval steckte, hatte sie Brad darum gebeten, ihr das Geld für den Erwerb eines neuen Wohnsitzes zu leihen. Wie wir der Klageerwiderung entnehmen können, hat Brad ihr das Geld geliehen gegen die Zahlung von Zinsen. In Punkt 25 heißt es,
Da Angelinas Vermögen zum größten Teil in Miraval steckte, versuchte sie, mehr Einfluss auf Managemententscheidungen und die Finanzen des Unternehmens zu nehmen. Als sich jedoch der Disput in Zusammenhang mit der Scheidung und dem Sorgerechtsstreit verschärfte, verhärteten sich auch die Fronten im Weingeschäft. Brad verweigerte Angelina die Auszahlung von Gewinnen und reinvestierte diese in Chateau Miraval und, wie sie später erfuhr, in eigene Projekte. Welche Projekte das sein sollen, ist in der Klageerwiderung nicht detailliert beschrieben. Ab 2019 fühlte sich Angelina mehr und mehr unwohl damit, Teilhaber eines Geschäfts zu sein, das seine Profite mit Alkohol macht. Unter dem Aspekt, dass Brad sie in das Management nicht mit einbezog und Gewinnausschüttungen verweigerte, kam Angelina zu dem Schluss, dass sie aussteigen wollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Brad bereits verdeutlicht, dass er das Weingeschäft als sein Geschäft betrachtete. Deshalb lag es für Angelina nahe, ihm ihre Anteile an Miraval zum Kauf anzubieten. Die Verhandlungen begannen im Juni 2020. Nach eigenen Angaben hatte Angelina bis 2020 rund 50 Millionen in das Weingeschäft investiert. 40 Millionen davon waren Cash und 10 Millionen reinvestierte Gewinne. Dazu kommen bis Mitte 2021 weitere 10 Millionen nicht ausgeschüttete Gewinne. Im Februar 2021 einigten sich Brad und Angelina auf eine Kaufsumme von 54,5 Millionen Dollar. Nur einen Monat später, im März 2021, gipfelte jedoch der Streit um das Sorgerecht. Angelina reichte bei Gericht eine Aussage unter Verschluss ein, welche die Auseinandersetzung im Flugzeug im September 2016 betraf. Als Hintergrundinformation: In den USA sind alle Prozesse öffentlich und die Gerichtsakten können von jedem Bürger eingesehen werden. Dies schließt in der Regel nur Dokumente aus, die die nationale Sicherheit betreffen und Filings under Seal. Dies sind sogenannte Verschlusssachen, die zum Beispiel dem Schutz minderjähriger Kinder dienen. Nachdem Angelina am 12. März 2021 ihre Aussage bei Gericht unter Verschluss eingereicht hat, ist Brad am 26. März 2021 aus dem Miraval-Deal ausgestiegen. Die Hintergründe, weshalb der Deal geplatzt ist, werden wir sicherlich erst erfahren, wenn wir die entsprechenden Zeugenaussagen und Beweisstücke sehen. Angelina stellt den Fall so dar, dass sie noch immer hoffte, dass der Deal zustande kommen würde. Da Brad auf verschiedene Schreiben ihrer Anwälte nicht reagierte, zog sie letzten Endes einen Verkauf an eine Drittpartei in Erwägung. Bevor sie jedoch die notwendigen Schritte in die Wege leitete, gab sie Brad am 9. Mai 2021 die letztmalige Chance, eine überarbeitete Version des Vertrages zu akzeptieren. Die Deadline dafür lief am 31. Mai ab. Statt jedoch auf Angelinas Bedingungen einzugehen, sendete Brad am 2. Juni eine überarbeitete Version seiner Anwälte zurück. In dieser forderte Brad, dass Angelina eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet, in der sie sich verpflichtet, keine privaten Details über Brad zu verlautbaren außerhalb eines Gerichtssaals. Angelina akzeptierte diese Stillschweigeklausel nicht und der Deal platzte. Am 30. Juni 2021 beantragte Angelina bei Gericht festzustellen, dass ihre Firma Nouvelle nicht Teil des ehelichen Vermögens ist. Gleichzeitig setzte sie das Gericht davon in Kenntnis, dass sie beabsichtigt, ihre Firma Nouvelle an einen Käufer zu veräußern. Im September 2021 verkaufte Angelina ihre Firma Nouvelle an die Stoli-Gruppe und machte damit den Eigentümer des Unternehmens, Juri Scheffler, zu einem gleichberechtigten Partner im Weinbusiness neben Brad Pitt. Über die weiteren Entwicklungen in dem Rechtsstreit um das Weingut und im Sorgerechtsstreit halte ich euch in den kommenden Videos auf dem Laufenden. Also vergesst nicht, die Glocke zu klicken, um nichts zu verpassen.
Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meine Arbeit mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abo belohnt. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis bald.